Manufaktor. Stahlmasse aus den Roherzen, ja. Wofür braucht man denn eine Gießerei dann? Keine Ahnung, brauchst du doch jetzt gar nicht. Oder warte mal kurz. Ich bin mir gerade nicht sicher, dass wir einen Manufaktor brauchen, sondern eher eine Gießerei, oder? Ja, 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 Gießerei brauchen wir. Scheiße, dazu brauchen wir den neuen Material. Wir müssen per Hand machen. Kannst du dir denn mal aufschreiben, was man für Ressourcen braucht? Weil ich habe so viele Sachen bei mir rechts in der Notiz noch. So, alles okay. Ich gehe mal gucken, ob wir davon noch ein bisschen was da haben. Wir brauchen endlich mal irgendwie einen Zug oder sowas. Die ganze Strecke zu laufen ist scheiße. Ja, dafür brauchen wir müssen wir eine Erforschung erstmal, oder? Ja. Und dafür brauchen wir Stahl. Alle Wege führen uns zu, ne? Stahl. Genau. So, mal gucken. Ich habe ein bisschen was in der Kiste hier abgelegt. So, wir brauchen... Okay, das reicht nicht und das reicht auch nicht. Habe ich noch Kohle? Ich habe noch Kohle. Ich habe ein bisschen Eisen. Viel zu wenig Eisen. Mal gucken. Stahlbarren muss ich machen. Also ich würde erstmal anfangen mit 2 Läufen. Sprich, wahrscheinlich sogar mit 4. Mindestens brauchen wir 4 Lagerboxen. Die werde ich wohl machen können. Ja, 4 Lagerboxen ist kein Problem. Hast du Kohle dabei zufällig? Und Eisen, also Kohle und Eisenerz? Ich habe Eisenerz nicht, aber 190 Kohle. Schmeiß mir die Kohle da rein. Yay. So, was muss ich mal gucken, dass ich mir die... Ich brauche Eisenerz. Eisenminen sind direkt um die Ecke noch. Jo. Wie viel brauchst du noch? Ich nehme einfach jetzt den Restbestand. Ach, scheiße. Nichts dran? Restbestand nicht, nee, nee. Könnte vielleicht fürs Erste reichen. So. Hier war ich. So, Stahlbarren. Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen auf jeden Fall erst einmal 2 Gießereien. 2 Stück, okay. Dafür brauchen wir 28 Stahlrohre und 6 Encased Industrial Beam. 28 Stahlrohre? Ja. Shit, mir fehlt genau 1. Ich brauche noch viel mehr Eisenerz. Encased, wie muss man das denn? Jetzt vielleicht hat man so einen mobilen Minator hier, den wir aufstellen können. Ja. Wie macht man den Stil? Den brauchst du aus den normalen Stahldingern. Ich mach mal ein paar Mina-Dinger. Ich kann 18 herstellen, wie viel willst du? Jetzt stell einfach mal einen dahin, der dann Eisen produziert. Ich hab mal 2 produziert. Obwohl, das dürfte vielleicht auch fürs Erste reichen, aber naja, egal. Ein bisschen Reserve. So, 28 Stahlrohre hast du gesagt, ne? Ja. So, und Stahlbarren, wie viele brauchen wir von den verstärkten Stahlbarren? 3. Weißt du? Ja. Das schreit ist 6 brauchen wir. Was? Ernsthaft? Mir fehlt schon wieder Eisen? Oh, leck mich. Geht so viel Eisen für drauf. So, also Material für die beiden habe ich jetzt auf jeden Fall. Was brauchen wir danach in der Kette? Nichts mehr. Dann. Dann haben wir erstmal. Dann haben wir Stahl direkt. Ja, wir können das weiterverarbeiten. Moment. Ne, wir haben dann Stahlbarren, richtig? Dann haben wir nur Stahlbarren. Genau, das heißt, nach Stahlbarren brauchen wir wieder normalen Konstruktor, oder? Ja. Ja. Nämlich, dann wollen wir ja Stahl haben, richtig? Wir wollen ja die Motoren bauen, ne? Um weiterzukommen. Ja, dazu brauchen wir nur noch Statoren. So, Statoren, dann brauchen wir die Stahlrohre. Das heißt, der Konstruktor muss Stahlrohre produzieren. Und die brauchen wir direkt für Stahl. Sowas produzieren wir ja alles erstmal per Hand selber wieder am Ende. Ja, okay, wenn du meinst. Weil bei Eisen haben wir es im Moment ja auch auf dem Niveau, dass wir Eisenplatten und Eisenstangen produzieren erstmal nur, ne? Ja. Das wäre dasselbe. Das heißt, wir brauchen naja, zwei. Das sind schon mal zwei Endprodukte. Ja, ja, aber die kann man auch weiterverarbeiten. Ja, gut. Das ist bei Stahl ja auch so. Ich würde nicht auf Stahlbarren gehen, sondern direkt auf Stahl. Das heißt, wir brauchen in der Produktion jeweils eine Gießerei und einen Konstruktor. Richtig? Möglich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Oh, du hast eine Wand hier eingerissen. Hab ich da eben gesagt, ich kam sonst nicht mehr rein. Ne? So, Gießerei. Ich würde einen links, einen rechts machen, damit es besser aufgeteilt ist. Ein hier? Ja, ich würde sogar, weil es so viele Dinger sind, vielleicht sogar einen weiter. Brauchen wir den Platz sogar. Haben wir gerade nicht. Ja, er macht einfach mal. Und den nächsten macht er auf dem Feld. Genau. Das heißt, die zwei unteren würde ich jetzt einfach zu dir ziehen und die zwei oberen kommen... Du musst jetzt, ja, zwei unten nach links und zwei unten nach rechts. Die zwei oben nach rechts. So. Ja, oder andersrum. Wo willst du jetzt die unteren hinziehen? Mach die mal zu dir, direkt auf den ist rechte. Okay. Sprich, hier ein und... Ich mach den anderen jetzt mal dahin. Ja, nee. Ja, war doch richtig, oder? Ja, von mir war es verkehrt. Ne, hier müsste noch einer zwischen. Du hast doch gerade ein Gesetz gehabt. Ja, ich hatte eigentlich ein Gesetz, aber der war von mir, glaube ich, zu früh oder zu spät. Ich glaube. Ah, Hilfe. So. Und der soll doch jetzt Stahl bauen, ja. Der kann genau, der kommt da als Stahl raus am Ende. Hast du schon programmiert, ne? Jetzt müssen wir gleich einen Strom runterziehen, das machen wir am Ende. Genau. Hier brauchen wir dasselbe jetzt nochmal. Von oben halt nur jetzt, genau. Okay, das könnte jetzt Probleme geben. Das ist zu steil. Passt das oder ist das zu steil? Nee. Verstehe. Ja. Das wird jetzt hier hinten Probleme geben. Der Knick sieht doof aus. Ja. Ah, da dürfte, glaube ich, ist ja noch ein zu weit. Oder der passt. Ja. So, und jetzt müssen wir die irgendwie in der Kurve runterführen. Damit wir noch drunter herlaufen können. Den kannst du direkt schon mal anschließen. Beziehungsweise na, mach den nochmal weg. Sieht nicht gut aus? Ja doch, aber das mit der Stütze. Machst du ihn gerade weg? Ja, nur das letzte Stück, das mittlere hätte gereicht. Genau. So, und hier brauchen wir dann noch. Ja. Gut, dann macht gar nichts mehr mit Förderbändern, wenn du mir die Arbeit schon klaust. Sorry. So. Das ist auch da. Dann... Was mir nicht gefällt, ist dieser Knick hier. Ja, siehst du, da ist so ein komischer Schlenker. Ja, ist auch klar, warum. Okay. An. So. Wir brauchen Strom übrigens. Ja, ich weiß. So, jetzt muss ich mal gucken, auf welche Plattform von den beiden besetzt ist. Ah, cool, Strom haben wir schon hier unten. Geil. Alles ist versorgt, ne? So, 1, 2, 3, Strom. Verbindest du die Leitung? Ja. Ich hoffe, das geht, dass es hier durchgeht. Ich glaube, es könnte zu Problemen führen. Oh, es geht. So, 1, 2, 3. Strom. Und in die Ecke mache ich nochmal einen. So, hier sind jetzt nicht dran. Ist jetzt nicht ganz gleich, aber ist okay. Ja gut, die Leitung setzt sich auch also nicht mehr. Ich verstehe schon. So. Die darf ich aber noch. Warum kommt hier nochmal keine Cola? Weil hier irgendwas nicht wird. Aber weiter. Ah ja, deswegen. Okay. Early Access. So. Ja. Jetzt brauchen wir die Konstruktoren. Genau. Konstruktoren, machen wir so. Müssen wir wissen. Manufaktor. Achso, der Manufaktor, der macht dann aus gefertigten Teilen aus dem Konstruktor schon direkt weitere Sachen. Ja, geil. Das brauchen wir für weitere Produktionsketten. Ja. Einen zwischen oder zwei? Ein. So? Okay. So. Ja. Strom bräuchte man. Ja, kommt, keine Sorge. Wir brauchen dann mal wieder den Lager-Ding. Ist jetzt die Frage, was willst du jetzt hier haben? Was soll der eine machen, was soll der andere machen? Beide sollen uns können auch nur Stahl herstellen. Wir können jetzt Wir können jetzt Stahlrohre machen und Stahlträger. Die können kein Achso, das ist genau wie Eisen. Ja. Stahl kommt ja jetzt raus. Stahl kann man gar nicht produzieren. Also. Doch, ist doch schon hier. Aber, ja, das sind Stahlbarren, ne? Ja. Das ist ja wie Eisen. Ja, Eisenbahn. Ja. Und nach den Eisenbahnen haben wir ja oben Platten und Rohre. Das heißt, wir können hier jetzt machen Steel Beams und Stahlrohr. Mehr gibt es nicht, ne? Mit Stahl. Bis jetzt noch nicht. So, warte mal, wir können auch noch Turbodraht machen, ne? Ja, aber das können wir den jetzt schon machen? Ja, auch aus Stahl. Nur aus Stahl? Da wird mir gerade signalisiert, ich weiß auch nicht. Eigentlich kann ich mir das gerade nicht vorstellen, aber steht da gerade unten, wenn ich auf die Maschine gehe. Siehst du das? Der braucht da unten Kosten, das ist kein Stahlbarren. Das ist dieses Kalaknium oder wie auch immer das heißt. Ah, ja, okay, ne. Schlau. Ja, okay. So. Ich habe keine Bänder mehr, also Platten. Hast du eigentlich überhaupt was? Nein. Tatsächlich nicht. So. Nein. Der soll da ran, der geht da ran. Der geht da rein. Ist echt sehr dunkel geworden mittlerweile. froh, wenn es mal sowas wie Licht oder so. Ja. So, Kette läuft. So, die Produktion ist ein bisschen mager, ne? Ja. Kriegen wir den noch verdoppelt? Ich guck gerade, wie sieht denn das hier hinten aus mit dem Material, was hier reinkommt? Wie schnell verarbeitet der das? Ja, ich komme gerade runter, ich habe keinen Plan. 45 pro Minute und der lagert. Der fängt an zu lagern. Das heißt, wir könnten theoretisch noch jeweils mit einem Splitter hier weitergehen. Ab welcher Stufe? Vor der Gießerei? Vor der Gießerei noch. Dann sollten wir das machen, weil dann wären wir auf dem Niveau von Eisenproduktion ungefähr. So, ich kann mal gucken. Und Stahl brauchen wir viel demnächst. In die Luft setzen kann man den nicht, ne? Schade. Obwohl, warte mal, ich habe eine Idee. Wir bauen hier den Eingang nochmal um. Ja. Der kurz weg. Der weg. Na, komm, ja. Kannst eigentlich alles nochmal abbauen an Material hier, förderwandmäßig bis, also vom Eingang bis zum Endverbraucher. Das Ding immer so lange zum Despawn brauchen. Das nervt. So, die Kisten müsstest du doch mitnehmen. Ja, ich sehe schon. Nein. Ich produziere gerade eh nur Kisten, ne? Also. Ja, toll. Dann lass mich doch direkt abbauen. Ja, Kiste? Ja. So, F. Kannst du eine Stahlplatte, also hier Betonplatte bauen? Stahlplatte? Ja, wo? Obere Etage von dem Mast. Also quasi genau dazwischen. Ja. Ne, höher? Ah, ne, die schneiden sich so dämlich. Ah, warte, es ist hier, das ist Deko, der Strom. Hier? Ja, ne, eins höher. Zu spät. Dann bauen wir mal eine Treppe einfach, dass ich auch hoch kann. Ich soll dir eine Treppe. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir können ja einen direkt hier. Ach, scheiße, die. Ein bisschen eng. Wenn ich einen direkt hier vorne setze und den anderen dahin. Na, das steht schlecht. Blätter. Die sind beide scheiße. Okay. Hilfe. Dann machen wir das doch ein bisschen anders. Erstmal, wo brauchen wir die Splitter? Die Splitter brauchen wir dann einmal. Wir brauchen ja immer 2 Stück pro. Boah, ist das beschissen. Das heißt, wir müssen jetzt 4 Splitter aufbauen. Ja. Das stimmt. Leck mich. Okay, dann machen wir das Ganze so. Das ist zu eng. So könnte das funktionieren. Ein hier rüber. So. So, das sollte klar sein. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. So. Die Achterbahn hier geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Lass mich! Oh mein Gott!